Hello, baby. Kennt das jemand? Kennt diesen Anfang von dem Song? Kennt das jemand? Ich mach's nochmal. Hello, baby. Ich gebe einen Tick. Tipp. Ein Tick ist es irgendwie auch. Baby. Oh, Entschuldigung. The Big Bopper. Einer von den großen Rock'n'Rollern, der mit Buddy Holly und ich glaube Gene Vincent war es, oder? Ja, war es Gene Vincent? Abgestürzt ist mit nach oder vor einem Konzert. Oh Gott, ich weiß nicht genug. Und der hatte diesen Song, diesen Rock'n'Roll-Song, der hieß Chantilly Lace, in dem er ein Telefongespräch mit seiner Freundin beschreibt. Und der geht eben los mit Hello, Baby! Ja. Warum erzähle ich das? Vielleicht einfach nur, weil ich einen Hall habe. Komm gerade nicht auf den Song. Großartiges Lied, ja. Das war eigentlich schon der wichtigste. Nein, es ist ganz großartig. In der Strophe stammelt er immer nur ins Telefon und sagt, oh, you know what I like, Chantilly Lace, there's a pretty place. Kann ich vielleicht sogar nachher mal auswendig spielen? Schauen wir mal. So, einen wunderschönen guten Abend. Damen, Herren, Kinder, Bipok, alle sind hier in dieses guten Abend inkludiert. Alle. Es ist der zweite AMA, der zweite Ask Me Anything oder die zweite Ask Me Anything Runde. Weil das letztes Mal wirklich, also das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Normalerweise habe ich hier entweder einen Talk oder ich monologisiere irgendwelche wichtigen Sachen über Schreibkreativität. Aber ich muss sagen, es macht auch echt wahnsinnig Spaß, wenn von euch Fragen kommen und ich die einfach beantworten kann. Vor allem, weil ich nun wirklich nicht weiß, was vorher kommt. Also was kommt, was ihr fragen werdet. Und es ist für mich dann auch spannender, weil wenn ich selber rede und einfach nur monologisiere, dann weiß ich ja mindestens 2 Sekunden vorher, was ich wahrscheinlich sage. Und in dem Moment ist es für jemanden wie mich dann, der so gestrickt ist wie ich, eigentlich auch schon langweilig. Darum, hallo Tommy, guten Tag, hallo Sucher Wild oder Sucher Wild, das weiß man ja nie so genau. Du hast abonniert mit Twitch Prime, vielen Dank, du schon 2 Monate, vielen Dank. Nausicaa 55, guten Abend, hallo Professor Drefsinger, Nestinai, ich weiß natürlich nie, ob das richtig ausgesprochen ist, abonniert auf Stufe 1 schon seit 3 Monaten, vielen Dank. Meine Fresse, was, ich habe nur wenig Zeit, um exklusive Emotes zu verdienen, bekomme ich gerade eingeblendet. Hurra, habe ich mich vielleicht selbst abonniert? Abonniere, verschenke Abos oder verwende Bits, um die nächste Stufe zu erreichen. 94%. Hype Train, the Hype Train is coming. Es kommt der Hype Train nicht am Schluss der Sendung. Ja, das stimmt. Sucher Wild ist richtig. Okay. Hallo Tommy, schön dich mal wieder zu sehen. Danke, ebenso zumindest, also jetzt hier so deinen kleinen Namen. Der Hype, also muss man ja so, Hype Train. Also für alle Leute, die jetzt zugucken und keinen Twitch-Account haben und deswegen nicht im Chat mitmachen können, ihr verpasst gerade was, hier ist tatsächlich jetzt gerade völlig inhaltsloses Herumgefreue, einfach nur so, weil es geht. Das ist schön. Endamaron, sag mir doch mal, woher kennen wir uns denn? Weil du schreibst, live ist schon viel zu lange her. Kennen wir uns irgendwoher persönlich oder warst du bei einer Lesung und kennst zumindest mich, aber ich dich nicht? Bitte eröffne dich. Kruxel, Arma Frage 1. Kommst du dir hier bei Twitch nicht unheimlich alt vor? Ja. Tatsächlich komme ich mir bei Twitch wirklich grauhaarig und alt vor. Es ist tatsächlich so. Aber ich habe beschlossen, es ist kein Bug, it's a Feature. Ich finde, das ist doch eigentlich ganz geil. Ich und die Marmeladenoma, wir beide, wir halten hier den Altersdurchschnitt auf einem ganz anderen Level, als er normalerweise sein sollte. Moin Tommy, ich hätte eine Frage zu Vlarad. Er zeigt sich manchmal geschmeichelt, wenn jemand mit ihm flirtet. Mehr auch nicht. Ist er asexuell, aromantisch, beides oder nur aufgrund der Umstände freiwillig und unfreiwillig Single? Meinem Befürhalten nach ist das so, dass der Vlarad eine sehr große Disziplin hat. Also Vlarad, für alle, die es nicht wissen, Vlarad ist eine Figur aus einem Buch. Moment. Ups. Aus dieser Buchserie Ghost Sitter, die ich geschrieben habe und von der es auch sehr lustige Hörspiele gibt bei Amazon Music und Audible. Sehr zu empfehlen, seit neuestem auch auf Englisch. Ghost Sitter, A Crazy Inheritance. Macht sehr viel Spaß anzuhören. Aber zurück zur Frage.
Aber danke, dass ich jetzt kurz mein Buch reinhalten durfte, liebe Zwiebelteier. Also, der Vlarat ist sehr diszipliniert, weil er ja versucht, möglichst kein Menschenblut zu trinken. Und wenn er dann tierisches Blut trinkt, dann wirklich nur so wenig, dass das Tier nicht auch zum Vampir mutiert, was ihm meistens gelingt. Und ich glaube, dass es auch bei seiner Sexualität so ähnlich ist, dass er sich da wirklich ganz hart zusammenreißt. Aber nein, ich habe ihn nicht wirklich asexuell gesehen. Ich hatte auch schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt, dass es vielleicht jemand gibt, den er irgendwie interessant findet, die aber keine Vampirin ist. Und das macht es für ihn dann sehr, sehr schwierig. Aber da muss ich mal gucken, da beiße ich noch drauf rum. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, es ist nicht eine seiner Hauptthemen. Tommy Kravitz, ich habe eine Frage. Was war dein Lieblingsbuch als Kind? Das kommt natürlich immer darauf an, wie alt. Aber es sind zwei oder drei, würde ich sagen. Also zuallererst mal Jim Knopf. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, beziehungsweise die Fortsetzung Jim Knopf, die wilde 13. Das war mein Lieblings. Ich würde auch sagen, es ist eigentlich auf eine Art irgendwie heute noch mein Lieblingsbuch, weil ich habe kein Buch so oft gelesen in meinem Leben wie dieses. Und ich bin einfach immer wieder fasziniert, wie viel da drin steckt, wie viel Humor da drin steckt, wie viel Philosophie da drin steckt, wie viel Wahnsinn, wie viel Surrealismus, wie bekloppt dieses Ding ist und wie geil es ist und wie rundum kreativ. Ich bin ein totaler, absoluter Mega-Fan von diesem Buch und von diesem Werk. Und auch von Michael Ende. Und ich finde es auch so abgefahren, dass da nicht so wirklich. Also in meinem Gefühl ist es so, dass viele Buchhändler ja mit Fantasy ein Problem haben. Das ist mein Eindruck zumindest. Aber Michael Ende ist doch voll Fantasy. Voll. Der müsste ins Fantasy-Regal. Da muss er hin. Der kann gerne auch bei Kinder- und Jugendbuch und sonst wo stehen, aber er muss eigentlich auch bei Fantasy stehen. Ich finde, Jim Knopf ist wirklich eins der großartigsten Fantasy-Werke überhaupt. Da ist auf jeder Seite ist irgendeine geile, völlig abgefahrene Idee, die mich nach wie vor kitzelt und antreibt und anspornt, kreativer zu sein, als ich momentan bin. Dann gibt es die Flusswelt-Trilogie und Thomas Covenant, The Unbeliever, diese beiden Reihen habe ich ja schon sehr, sehr oft. 100% Hype Train. Wie geil. Vielen, vielen Dank. Und Konfetti kriege ich auch noch. Wahnsinn. Diese beiden Fantasy-Serien kann ich sehr empfehlen. Also die fand ich wirklich, die haben mich maßgeblich beeinflusst in meinem Denken, was in Büchern alles möglich ist. Da will ich aber jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das mache ich ein andermal und habe ich hier auch schon ein paar Mal erzählt. Im Flusswelt der Zeit, in der Riverworld, geht es darum, dass die gesamte Menschheit wiedergeboren wird auf einem anderen Planeten. Und in The Chronicles of Thomas Covenant, The Unbeliever, geht es darum, dass ein Autor als die Bücher geschrieben wurden, im Heute, also in den 70ern, in eine Herr-der-Ringe-artige Welt, in eine mittelerdige Welt hinüberwechselt, wo seine Leprakrankheit verschwunden ist. Und der Zeit dieser ganzen Bücher immer versucht, sich zusammenzureißen, das ist alles nicht real. Das ist also wirklich Wahnsinn. Er lädt wahnsinnig viel Schuld auf sich, büßt dafür viele Bücher lang. Schwerer Tobak, aber wirklich. Nausicaa 55 hat 5 Stufe 1 Abos verschenkt und wir haben schon wieder gehypt. Jetzt sagen wir, was ist denn heute los? Wahnsinn. Ah, Martin Roll. Ja, grüß dich. Hallo. Jetzt. So, ich bin komm schon. Kommt Mutzi nochmal in Ghost Sitter vor? Fragt Gigtesse, es ist mein neuer Lieblingscharakter. Mutzi ist eine Art Troll, der ist der Gerichtsdiener in der aktuellen Staffel. Der Gerichtsdiener und unterstellt ist er Amalia vom Tannenzweig, der obersten Richterin des Europäischen Hexengerichts, gesprochen von Coldmirror. Und die hat das sowas und dermaßen gut gemacht und hatte sehr viel Spaß, dass wir schon beschlossen haben, dass sie definitiv zurückkehrt in dieser Rolle. Heute wird gehypt. Du hast dank des Geschenks von Nestinai ein Emote erhalten. Danke für Pride Crown. Ach Gott, dieser Chat. Es blinkt dann immer, das ist für mich als alter Mann, ist das wirklich anstrengend. Ich versuche gerade was zu erklären und das auch noch halbwegs im Zusammenhang. Und da drüben macht es so bing, 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 dang, dang, dang. Du hast 100%, dang, 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 dang. Da merke ich schon, dass ich älter bin. Also, Mutzi kommt ziemlich sicher nochmal in Ghost Sitter vor. Ist übrigens gesprochen von Norman Köster. Norman Köster, Miterfinder von Bernd das Brot und auch in vielen, vielen Rollen in Ghost Sitter schon zu hören. Unter anderem war er der irrsinnige Lachclown.
Du bist jünger als ich und nur der Vollständigkeit halber, wir haben uns bei Pan und bei der Skepcon getroffen. Hallo Ralf Nausk. Ah, ein Vampir-Bambi wäre witzig. Tommy, magst du erzählen, wie es für euch bei der Live-Lesung gelaufen ist? Also, das war geil. Also tatsächlich war es toll, weil für alle, die es verpasst haben, wir haben am Freitag mit Wigald Boning, Kai Taschner, dem Erzähler von Ghost Sitter, Detlef Tams alias Welf, Götz Otto in einer neuen Rolle und einem Überraschungsgast und natürlich Theresa Boning, der Ehefrau von Wigald Boning, die in die fantastischen Fälle des Rufus die Feuer fliegt, dem ersten Ghost Sitter Spin-off, eine regelmäßige Rolle spielt, ein Live-Hörspiel gemacht. Und dieses Live-Hörspiel ist bis auf wirklich kleine Kleinigkeiten wahnsinnig gut gelaufen, hat irre viel Spaß gemacht. Also das war wirklich, es war eins der coolsten Erlebnisse, würde ich mal sagen, in diesem ansonsten ja an coolen Erlebnissen ein bisschen dünnen Jahr. Aber da hat es dann wirklich nochmal so die 210% getoppt. Das war wirklich richtig cool. Wir hatten live Geräusche dabei, wir haben live sehr schräge Musik gemacht. Und schön war auch Kai Taschner, also der Erzähler, dem hatte ich auch geschrieben, du bring dein Saxophon mit, weil der spielt Saxophon oder hat es letztes Mal vor 10 Jahren oder so gespielt, bring dein Saxophon mit. Und er dachte, es wäre ein Scherz. Als ich gedacht habe, wieso, was soll ich jetzt ein Saxophon mitbringen? Krabbeis, naja, der Krabbeis wieder. Und dann kam er und sagte, sehr schön, super, wo ist denn dein Saxophon? Noch im Auto? Was? Ach so, ich dachte, es wäre ein Scherz. Aber Gott sei Dank hat mein lieber Kollegenfreund Wigald Boning seine gesamte Musikaliensammlung in der Bummfilm eingelagert. Unter anderem natürlich diverse Klarinetten, Saxophone und andere Tröteinstrumente. Und dann habe ich nur den Wigald gefragt, Wigald, deut mal bitte von fern, wegen Corona, ne? Wir waren ja immer sehr weit auseinander, deut mal auf die Kiste, wo vielleicht ein Saxophon drin ist. Warte mal, ich glaube da oben, das mit den Spinnweben. Runtergenommen, aufgeklappt, war ein Altsaxophon drin. So, hier, Taschner, bitteschön. Tonart C-Dur, klingend. Ja, und dann haben wir alle Leute in verschiedene Räume verteilt. Das hatten wir natürlich vorher vorbereitet. Wir haben eine Woche gebraucht, um die Bummfilm so umzubauen, dass das möglich ist. Dass Corona sicher wirklich jeder Sprecher in einem eigenen Raum ist, außer Ehepaar Boning, die ja außer ansonsten zusammen in einem Raum sind. Und wir in der Tonregie saßen sehr weit auseinander und hatten Mundschutz auf natürlich. Also außer mir, weil ich ja auch eine Sprechrolle als ich selbst hatte. Und dann haben wir vorher nochmal so für, ich weiß nicht, vielleicht 15 Minuten so wichtige Stellen angeprobt. Und der gesamte Rest von diesem über eine halbe Stunde laufenden Hörspiel war komplett ungeprobt. Das kam vielleicht nicht so wirklich rüber oder vielleicht kam es auch rüber. Wir haben das einfach gemacht. Das war schon echt krass. Und das geht halt nur, weil ich gesegnet bin mit so einem großartigen Team und weil ich gesegnet bin mit so großartigen Darstellern, die das einfach können, weil sie es können. The Hype Train is coming. Ist ja krass. Ah, schön. Ich glaube, lila ist meine neue Lieblingsfarbe. Ist das Lieder? Nee, das ist Flieder, oder? Das ist Flieder. Da würden jetzt, glaube ich, viele Leute, die Farben besser sehen können als ich oder besser bestimmen können, würden jetzt sagen, das ist Farlieder. Ja, also, das war wirklich ganz, ganz großartig. Ihr könnt die noch nicht korrigierte Version gerade noch hier bei Wild Mikes unter Video angucken. Die ist noch eine Woche da, während wir ein paar Sachen reparieren. Zum Beispiel am Ende war ein Cameo-Auftritt von einer nicht minder bekannten Kollegin, den sie uns auf der Fahrt in den Urlaub noch schnell ins Handy gesprochen hatte. Und Wigald konnte das nicht sehen und hören. Darum ist er am Schluss asynchron. Das reparieren wir und dann werden wir das zu gegebener Zeit dann eben nochmal neu und korrigiert hochladen. Also wenn ihr die nicht ganz perfekte Version noch sehen wollt, die findet ihr hier jetzt momentan noch in unseren Videos. Celicola, Frage zu Wombi. Erfahren wir mehr zu seiner Geschichte? Ja, definitiv. Ich melde mich freiwillig zu deiner Überlegung mit Vlad und Partnerin. Oh, hier sind lauter Jovo aka Joffelflo. Wie spreche ich dich eigentlich aus? Joffelflo? Joffelfo. Joffelfo hat Stufe 1 Abos verschenkt wie ein Irrer. Was geht denn heute hier ab? Das hatten wir noch nie. Meine Kindheit war Michael Ende. Das habe ich ja noch gar nicht. Sag mal, komm gar nicht mehr. Teddy Hummann, Stufe 1 Abo, 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 danke, danke, Abo, 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 danke, danke, Abo. Danke, Abo, Abo, danke, Abo, danke.
Nestinai, Abu, danke, danke, Black Villain. Also heute geht's ab. Meine Fresse. Also vielen, vielen Dank für alles das. Entschuldigt, dass ich da nicht, eigentlich könnte ich jetzt die ganze Zeit nur das vorlesen, wer jetzt alles hier sein Abo verlängert oder, also Wahnsinn. Wir haben den Hype Train auf das höchste Level gebracht. Wie geil ist das bitte? Das ist schon sehr, sehr schön. Wenn man so als alter Mann da so drauf guckt und sich denkt, guck mal. Weil ihr seid ja jetzt tatsächlich jetzt, kann man ja so sagen, wohl offensichtlich wegen mir hier, weil sonst ist ja keiner hier. Häkelhäger, abonniert schon seit 4 Monaten. Wahnsinn. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe vergessen, das letzte Buch zu nennen, was mich beeinflusst hat. Das war Lord Schmetterhemd. Ich gehe davon aus, dass das kaum einer hier kennt. Aber ihr kennt den Autor, nehme ich an, Max Kruse, der hat das Urmel aus dem Eis geschrieben zum Beispiel. Und der hat eine Geschichte geschrieben, ich glaube in den 80ern war das, kam die raus, Lord Schmetterhemd. Das ist eine völlig abstruser Genre-Mix, ein elevated Genre, würde man im Film sagen. Völlig irre. Und deswegen hat mich das als Kind und auch als Teenie noch sowas von fasziniert. Es geht los damit, dass ein schottischer Lord mit seinem Diener, also der schottische Lord, Lord Snatterman, lebt mit seinem Diener Cookie Pot, eigentlich in einer Freundschaft, würde man sagen, da in diesem sehr zugigen alten Schloss Bloodywood Castle in Schottland. Und sie haben das Problem, dass ihnen dieser Kasten einfach über dem Kopf wegrottet. Und da es ja der große Familiensitz der Snattermans ist, kommen dann irgendwann 3 von Lord Snattermans Vorfahren zurück aus dem Jenseits. Problematischerweise dürfen sie nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt zurückkehren, sondern nur als Tiere. Lebensgroß. Deswegen kommt ein lebensgroßer Hase, Kaninchen oder Hase, und ein lebensgroßer Bernhardiner und ein menschengroßer Truthahn zurück aus dem Jenseits. Dann eben auch genannt Tante Turkey, Uncle Rab, wie Rabbit, und Onkel Bernie. Und die sagen dem Lord Snatterman, du pass mal auf, du darfst unseren Familiensitz hier nicht aufs Spiel setzen. Wir helfen dir, Geld zu besorgen, damit du den erhalten kannst. Und zwar werden wir dir helfen, einen Schatz zu heben, wo? Nicht vielleicht in Dartmoor oder irgendwo in der Nähe oder im Loch Ness, nein, im Wilden Westen. Und dann reist der schottische Lord mit seinem Diener und 3 lebensgroßen Tieren mit einem Dampfschiff nach Amerika, um dort in einem Indianer-Pueblo einen Schatz zu finden. Dabei werden sie verfolgt vom großen Kojoten. Ich glaube, es war der große Kojote oder so ein Wolf. Und sie haben das Problem mit dem tödlichen Colt, einem Revolverheld, einem Bösen. Und sie bringen auch noch ein Romeo- und Julia-artiges Liebespaar aus 2 verfeindeten Jana-Stämmen zusammen. Also es ist ein dermaßen irrsinniges Ding. Irre. Und ich wollte das verfilmen. Ich hatte 2004 oder so hatte ich Max Kruse getroffen. Da war er noch am Leben und ich sonst wäre das auch schwer möglich gewesen. Außer er wäre vielleicht als Bernhardiner zurückgekommen. Und seine wunderbare Frau, ich getroffen und wir haben mit ihnen geredet und ihnen erklärt, wie wir uns das so vorstellen würden, diese Verfilmung. Und es war einer der schönsten Abende, die ich jemals hatte, weil mein absolutes Idol da vor mir saß. Und auch zu sehen, dass wir uns so gut verstanden haben und über dieselben Sachen gelacht haben, das war wirklich ein Highlight. Und er hat mir sehr gerne die Filmrechte überlassen. Ich habe es 2 Jahre lang versucht, aber kein Filmverleih konnte sich für diesen Stoff erwärmen. Das war allen einfach zu abgefahren. Außerdem ist in diesem Ding kein Kind die Hauptrolle. Und wenn da kein Kind die Hauptrolle spielt, ist es generell schwierig, ein Family Entertainment irgendwie oder geschweige denn irgendein Kinderbuch oder das Buch eines Kinderbuchautoren verfilmen zu wollen. Das geht eigentlich kaum. Ja, das war das. Es war herrlich, wie du mit dir selbst gerungen hast, nicht laut loszulachen. Ja, ich war sehr rot im Gesicht. Ich fand die Besetzung von Colt Mira super, sie synchronisiert super. Ja, das ist keine Synchronisierung, nebenbei, nur Kleinigkeit. Das, was wir machen, ist einfach Hörspiel sprechen. Synchronisieren ist, wenn man einen Film, also die Tonspur eines Films, in eine andere Sprache übersetzt. Das ist Synchronisieren. Wie galt gibt mal Tüt? Was? Eine Woche Umbau, was ein krasser Aufwand. Ja, es hat eine Woche gedauert, das war wirklich sehr anstrengend. Aber geil. Das war geil am Freitag. Danke, Steffen. Das fand ich aber auch. Könntest du Bernd Harder einen Charakter in Ghost Sitter schreiben? Ein sprechender, klugscheißender Kopf in einem Formaldehyd gefüllten Schraubglas wäre passend. Nein, das wäre nicht passend. Aber weil der Bernd Harder, was der ja macht, ist, dass er eben nicht klugscheißt, finde ich, sondern Sachen einfach gut erklärt und das auch mit einer Menge Humor. Was ich aber gemacht habe, das kann ich erzählen. Stimmt.
Ich hoffe, es sind genug Leute da, die sich für Ghostsitter interessieren, weil das jetzt natürlich eins der großen Themen zurzeit ist. Sagen wir mal, ich frage mal so, wem von euch im Chat ist aufgefallen, dass es da eine, wie frage ich denn das? Andersrum. Nee, das geht sogar nicht. Egal, was ich mache, das verrät alles zu viel. Okay, ich fange ganz anders an. In der ersten Folge Ghostsitter, in der ersten Staffel, bekommt Tom einen silbernen Revolver, der dann später in Staffel 5, glaube ich, dann auch eingesetzt wird mit sehr speziellen Patronen. Sehr, sehr, sehr speziellen Patronen, die einen Menschen dergestalt, wenn er getroffen wird, einen Menschen dergestalt verwandeln, dass alles durchsichtig wird, außer seinem Knochenskelett. Erinnert ihr euch vielleicht? Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil also Staffel 5 muss man dann ja gehört haben, wenn man jetzt Staffel 7 hört. Und das war eine Hommage, die hatte ich in Staffel 1 schon eingebaut und mir gedacht, oh, wenn ich das irgendwann verwenden kann, das wäre so cool, weil in Lord Shatterham, also in einem meiner Lieblingsbücher, da hat Lord Shatterham bekommt von seinen Vorfahren verschiedene Wunderwaffen, unter anderem eben diese Pistole mit diesen speziellen Patronen, die eben einen Menschen nicht töten, sondern nur sein Skelett sichtbar machen. Und dann habe ich in Staffel 5 mir schon gedacht, komm, das baue ich jetzt ein als Hommage, als kleine Hommage an alle Leute, die das merken. Die sagen, Moment mal, das kenne ich irgendwoher. Niemand hat es gemerkt, leider. Ich hatte eigentlich gehofft, dass irgendjemand dann mal bei Facebook oder sonst wo oder bei Twitter oder egal wo irgendwie schreibt, hey, geil, Lord Shatterham habe ich gesehen bei der Puppenkiste oder habe ich gelesen. Also zumindest hat mich nichts erreicht. Ja, und in der Staffel, die jetzt dann kommt, da wollte ich so ein bisschen in die Richtung gehen wie Eine Leiche zum Dessert, ein Film, den ich früher immer sehr, sehr lustig fand, der auch heute noch milde amüsant ist, in der mehrere berühmte Detektivpärchen in ein Schloss eingeladen werden und dort passiert dann ein sehr erstaunlicher Mord und sie sollen ihn aufklären, aber eigentlich geht es eben darum, dass sie dort auch ihr Ende finden sollen. Und ich habe mir immer schon gedacht, das wäre für Ghostsitter cool, wenn ich den Tom vielleicht in so eine Situation bringe und da ist dann auch so ein Bösewicht und der sagt, haha, ihr werdet hier nie mehr wieder rauskommen. Ja, also natürlich muss man sowas in der Art machen. Und dann hat mich die Idee nicht mehr losgelassen, dass doch vielleicht Lord Shatterham und Cookie Pot, diese Hauptfiguren aus Lord Shatterham, vielleicht sind die da auch. Aber das geht natürlich nicht. Du kannst ja nicht einfach von einem anderen Autor zwei Protagonisten nehmen und kannst sie dann einfach mal in dein Buch einbauen. Natürlich geht das nicht. Würde ich auch nicht wollen. Also habe ich Kontakt aufgenommen zu der Erbgemeinschaft von Max Kruse und der Agentur und habe so nett wie ich konnte gefragt, ob ich dürfte und was ich vorhabe und so weiter. Und tatsächlich, nicht nur das wurde mir gestattet, sondern ist es die Nichte von Max Kruse, Dana Geißler? Ich kann jetzt meinen Finger nicht drauf, ich glaube, eine tolle Sprecherin, die auch bei uns schon ab und zu aufgenommen hat, ist eben mit Max Kruse direkt verwandt und die habe ich dann gecastet oder gefragt eigentlich, ob sie wollte. Also casten, das klingt ja irgendwie so wie, ich such die Maus und du musst mal vorlesen. Nein, das war schon klar, dass die großartig wäre und ich habe nur gehofft, dass sie zusagt. Und die Dana spielt jetzt in dieser Geschichte, in der nächsten Staffel, eine Rolle neben zwei Figuren, die Max Kruse erfunden hat, die ich als Kind geliebt habe. Und das ist wirklich, also das ist der Oberknaller. Das ist der Oberknaller und ich hoffe sehr, dass Audible ein Erbarmen hat und mich auch diese Lord Shatterham Bücher als Hörspiel umsetzen lässt. Ich habe es angeboten, ich hoffe, dass sie es machen. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wäre der Oberknaller, das wird so einen Spaß machen. Euch genauso wie mir. Mir ein bisschen mehr. Eine Frage habe ich noch, bitte nicht böse sein, sollte ich nichts überhört haben. Kann es sein, dass Sorash im Buch 5 und Staffel 3 24 Stunden sein, ins Gedächtnis war? Ja, du hast insofern recht, als dass ich das so gesät habe, dann aber gedacht habe, ich hätte eigentlich im Nachhinein oft genug erklärt, dass der Vlarad dann dafür gesorgt hat, dass der das für immer vergessen hat. Ein mini kleiner Spoiler, oder es ist eigentlich mehr eine Vorfreude, die ich euch hier mitgebe. Hugoing und Balder kehrt zurück in der nächsten Staffel als diese Person
aber nicht so, wie ihr denkt. Und das ist auch eins der absoluten Highlights. So, oh Mann. Gwen, ja, das stimmt, wenn man was machen kann, wo das Kinderherz dran hängt. Das hatte ich ja schon mal. Ich durfte Bilbo und seine Bande als Hörspiel machen, was ich auch schon großartig fand. Dank Josef Göhlen, dem Autor, der mir das erlaubt hat. Was schade ist, ist, dass es, das wissen viele von euch ja schon, entschuldigt, dass ich es jetzt nochmal erzähle. Staffel 6 ist die mit Welf und dem Dings, mit der Pistole. Danke, Mimutzki. Also, ich hatte so eine Freude, Bilbo und seine Bande in 2 Staffeln aufnehmen zu dürfen. Und leider hat es im Gegensatz zu Ghostsitter nicht so wirklich reüssiert, weil die Leute, die Ghostsitter gehört haben, nicht dorthin gefunden haben. Obwohl man ja eigentlich quasi einfach nur auf den Namen Tommy Krabbeis zum Beispiel oder auch Pauline Römerlein klicken muss und schon erscheint das. Leider, leider, leider. Und ich sag euch ohne Scheiß, ich immer noch, wenn ich da reinhöre oder wenn ich nur dran denke, muss ich schon lachen, weil es so unglaublich lustig geworden ist. Hört mal rein und lernt nebenbei sehr, sehr lustige Dinge über Dialekte, denn die Räuberbande von Bilbo, die sprechen alle verschiedene Dialekte. Es ist wirklich schön geworden, ja. So. Meine Mutter wollte immer die Türklingel aus Eine Leiche zum Dessert und ich mittlerweile auch, schreibt Kai Peiti. Hör dir die nächste Staffel an. Alle Finger sind gedrückt für Lord Schmetterhemd, ja, meine auch. Du hattest vorher schon gespoilert mit dem Patron, darum hat es keiner geschrieben. Okay, das könnte wohl der Grund sein. Herr Zwiesel ist wieder dabei. Clever. Würdest du eine Fortsetzung zu Jim Knopf oder Bilbo schreiben oder hättest du viel Respekt? Jim Knopf würde ich mich nicht trauen, glaube ich. Also vielleicht auch doch, aber das ist so völlig weit weg, dass ich mir, also Michael Ende zu folgen, ja, wahrscheinlich würde ich es probieren, wenn ich eine gute Idee hätte. Bei Bilbo ist es so, dass ich schon eine Idee habe, wie man es hätte fortsetzen können. Also zum einen gibt es einen weiteren Teil, den Josef Göhlen geschrieben hat, mit dem man es fortsetzen könnte. Und ich hatte eine Idee, wie man es danach noch fortsetzen kann. Also das würde ich machen. Sind weitere Hörbücher von Mara und der Feuerbringer geplant? Teil 1 war super, vielen Dank. Ich würde das gerne als Hörspiel inszenieren. Aber das ist sehr aufwendig und kostet ziemlich viel Geld und bis jetzt hat sich da noch niemand erbarmt, der das bezahlen würde. Was wäre was, wenn ich bei einem Huibu mitmachen dürfte? Ich träume noch von weiteren Mara-Filmen, ich auch, schauen wir mal. Erzähl deinen Lieblingswitz. Also, ich bin ja nicht so der Witzeerzähler. Also ich glaube, den ich am öftersten erzählt habe, auch als Kind schon war, kommt ein Mann in die Bäckerei und will 99 Semmeln, also Brötchen in eurem Fall wahrscheinlich, sagt der Bäcker, warum nehmen sie sich gleich 100, sagt der Typ, wir sollen die alle essen. Das fand ich immer lustig. Ich habe Bilbo schon mehrmals durch. Sehr gut, Mimbutzki, zieh's durch. Sehr gut. So, falls jemand einen Ohrwurm braucht, ein Vampir braucht kein Bier. Ich werde seit einer Woche nicht mehr los. So, jetzt habe ich es auch wieder. Vielen Dank. Habe ich aufgeholt eigentlich? Ich habe aufgeholt, weil ich so schnell gesprochen habe. Okay, nach 28 Minuten. Okay, kurz durchhaben, kann ich kurz was trinken? Das ist toll. Ich habe wieder kein Glas. Und mich verschluckt. Übrigens. Es gibt auf der Seite vom Pummel-Einhorn gerade eine sehr schöne Charity-Aktion zugunsten des Kinderhilfswerks, für die Flüchtlingshilfe des Kinderhilfswerks. Der komplette Erlös aus diesen Aufklebern, da müsste ich jetzt quasi die Schärfe einstellen, es ist jetzt ein bisschen blöd, geht ans Kinderhilfswerk, in die Flüchtlingshilfe und das ist ein Crossover aus Pummel-Einhorn und Ghostsitter. Da steht drauf, bedenke den Spaß und das Pummel-Einhorn hat kleine Figuren auf dem Arm und zwar in der Hand hat es einen kleinen Blarrad, auf dem Arm einen kleinen Tom und eine Mimi. Unten sitzt Norbert der Keks und dann gibt es noch einen kleinen Welf und eine kleine Mumie, die da sitzen. Und es ist auch eine Kollaboration von den beiden Illustratoren, also von Steffi Engel und von Timo Grubing. Und das gibt es nur jetzt. Also jeder, der das jetzt kauft, bestellt auf der Pummel-Einhorn-Seite, tut ein sehr gutes Werk, weil wirklich alles gespendet wird, was auch nur ansatzweise übrig bleibt nach den Produktionskosten. Und
Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich irgendwann mal Sammlerwert hat, wenn man es jetzt nicht auf die nächste Türe oder aufs nächste Stoppschild klebt. Diese Aufkleber. So, ja, die Sticker kann nur jemand verlinken, der Moderator ist. So, was müsste man tun, wenn man bei einem Hörspiel mitmachen wollte? Diese Frage kommt nicht zum ersten Mal. Also, nicht... Was, er hat den ganzen Blog übersprungen? Habe ich was übersprungen? Oh, okay, tut mir leid. Was muss man tun, wenn man in einem Hörspiel mitmachen wollte? Nicht mir schreiben. Das ist ganz wichtig, weil ich das mittlerweile ignoriere, weil ich sehr, 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 sehr viele Anfragen bekomme. Hallo, kann ich mal in einem Hörspiel mitmachen? Und leider sind sehr viele dieser Einsendungen nicht, wie soll ich sagen, nicht aussagekräftig. Also, bevor ich jetzt da wieder zu sehr ins Detail gehe und das mir dann anhören muss, dass das vielleicht ein bisschen sehr runterzieht, versuche ich es anders. Wenn du in Hörspielen mitmachen möchtest, mach Folgendes. Kauf dir ein Mikrofon im Preisbereich um die 50, 60 Euro. Am besten eins, was man per USB anstecken kann und was auch einen Kopfhörerausgang hat, also quasi eine eigene Soundkarte ist. Geh in einen Raum, in dem du eine Bettdecke hinter dich hängen kannst. Such dir Texte, die dir stehen, also die deiner Stimme und dir als Typ stehen. Lies ein bisschen was draus vor, nimm es mit einer Webcam auf, lad es bei YouTube als privates Video hoch, nimm das Video, schreib unten eine anständige Info rein und schicke es an Sprecheragenturen. Und wenn die Sprecheragenturen sagen, das ist anständig, das nehmen wir auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dich da auch dann irgendwann mal jemand castet und findet. Der direkte Weg über mich, Chat, Facebook-Nachricht, bla bla bla, ist eine Sackgasse. Wie gesagt, ich mache es nicht. Ich nehme da auch niemanden mehr. Ich habe es zwei, dreimal so halb versucht und auch mal immer Rat gegeben und so weiter. Es ist keine gute Idee. Ich habe festgestellt, es war keine gute Idee, das zu machen. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt so vorsichtig, wie ich nur konnte, erklärt und ihr nehmt mir das nicht übel. Hast du Interesse an einem Valarat-Spin-Off? Ja. Ideen? Ja, nein. Nein, nein, keine Ideen. Das ist auch so ein Problem. Also natürlich kannst du in den Chat eine Idee schreiben, gar keine Frage. Aber es gibt Leute, die schicken mir Ideen für Bernd das Brot, für Ghost Sitter und so weiter. Ich lese sie nicht, weil allein schon die Tatsache, dass da eine Lesebestätigung kommt, ja, gelesen oder irgend sowas, kann bedeuten, dass, obwohl ich nur drüber gescrollt habe, wenn ich in 3 oder 4 Jahren mal eine Staffel mache, in der diese Idee drin ist, dass irgendjemand sagt, das hat er von mir und mich verklagt. Darum... Ich schaue keine PDFs an, die mitgeschickt werden, ich lese keine Ideen. Es geht aber auch nicht anders, weil alles andere wäre tatsächlich ein echtes Problem. Ich habe Bilbo mit Martin gern gehört, ich auch. Bin aus meinem Töpferkurs geflogen, ich habe mich im Ton vergriffen. Gibt es was Neues bezüglich einer Ghostsitter-Verfilmung? Nein, aber wir arbeiten dran. Ohrwürmer bekämpft man mit griechischem Wein, einem belegten Brot mit Schinken. Ja, das hilft. Hör einfach oft genug Feuerflieg, das stimmt. Hättest du Lust, ein paar Far-Out-Folgen zu machen für YouTube? Nee. Ich finde, dass, also Far Out war eine Rubrik bei RTL Samstagnacht, in einer Sendung, bei der ich vor 100 Jahren mitgemacht habe für 3 Staffeln und diese Rubrik parodierte Extremtrends. Nur hat danach dann Johnny Knoxville mit, wie hieß es denn gleich? Na? Verdammt. Blackout. Wie ist die Show, in der er diese ganzen bekloppten Sachen gemacht hat, sich von kleinen Krokodilen hat beißen lassen und so weiter? Ja, der hat das dann halt in echt gemacht und da brauche ich dann nicht nochmal das irgendwie parodieren. Das ist einfach völlig lächerlich. Wo du die Sticker erwähnst. Wie ist denn die Chance zu Ghostsitter-Merch Plushies? Ich finde die Pummel-Einhorn hat, so putzig, ich will auch. Ja, würde ich auch wollen, aber dazu müsste ehrlich gesagt der... ganz okay, aber jetzt nicht bombastisch laufende Get-Shirts-Shop, den wir haben für Ghostsitter. Also wenn das jetzt total explodieren würde, dann würden wir natürlich uns auch was mit Plüschis überlegen und bestimmt würde da die Steffi Engel helfen vom Pummel-Einhorn. Aber das ist jetzt im Moment noch nicht wirklich Tango. Also wenn der McDrock mag, dann oder Simply Steffen, du kannst, falls du mal guckst nach dem Link Get-Shirts-Ghostsitter und den posten würdest, da gibt es
sehr liebevoll designte T-Shirts. Man kann zum Beispiel sich das T-Shirt bestellen für ein Tom-Cosplay, weil wir die Original-T-Shirts nachgebaut haben, die er auf dem Cover trägt. Und wenn man eine Jeans und Chucks hat und vielleicht sogar auch noch schwarze Haare, dann kann man sich Tom-esk verkleiden. Mein Mikrofon hat heute im Stream die Grätsche gemacht und 10 Minuten total geknattert. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid zu hören, je nachdem, was du mit geknattert meinst. Mikrofon-Check, zu viele Räume-Check, YouTube-Check, zu viel Angst durchzuziehen-Check, also lasse ich es. Das ist auch eine Möglichkeit. Kommt das Hörspiel mit den Knallkobolden irgendwann raus? Ja. Ist schon vorgekommen, dass dich einer verklagen wollte, weil du was von ihm gelesen hast? Ja. Jackass, vielen Dank. Oh Mann. Ich mache Extreme Social Distancing. Far Out, der neueste Trend aus USA. Genau. Was hältst du von Fanfilmen? Würdest du das feiern oder kritisch draufschauen? Ich würde es feiern. Sehr sogar. Also jeder, der Bock hat, irgendwie selber was zu drehen und zu machen und zu tun, ist herzlich eingeladen. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und ich will es auch sehen. Auch Fanfiction und alles finde ich alles super spannend und habe ich Bock drauf. Fanart, alles liebe ich. Bis zu dem Punkt, wo jemand sagt, ich ziehe daraus einen geldwerten Vorteil, wie zum Beispiel, ich mache jetzt Zeichnungen von Ghostsitter und verkaufe sie. Das fände ich blöd, das fände Timo Grubing, unser Illustrator, blöd. Also das möchte ich nicht. Oder wenn jemand jetzt Fanfiction bei Kindle verkauft oder so. Also das möchte ich auf keinen Fall. Der Einzige, der mit diesem Ding Geld verdient, bin ich oder Leute, denen ich sage, du darfst. Ja. Und sonst bitte niemand, weil das ist mein Beruf und der von 22 Leuten in meiner Firma Boomfilm, die alle davon leben. Also don't. Genau, es gibt auch Wild Mikes Merch übrigens, nebenbei bemerkt, richtig? Und WhatsApp-Sticker. Ah, bei WhatsApp-Stickern fehlt die Mimi mit Ich bin sauer. Steffi Engel, brauchen wir. Meine Nachbarn knattern, der lag auf der Zunge. Also die Zuhörer haben gespendet, damit ich mitkriege, dass es in den Ohren wehtut. Genau. So, wäre Fanfiction lesen nicht genauso gefährlich wie zugesendete Ideen zu lesen? Ja, schon. Das ist dann aber schon nochmal was anderes, würde ich sagen, weil wenn ein Fanfiction rauskommt und es liegt da und viele Leute lesen es, heißt es automatisch, also ich werde es lesen und klar, und ich werde diese Idee garantiert nicht machen. Und ich habe genug andere. Ja, also das ist schon technisch ähnlich, aber nicht wirklich vergleichbar. Und ich glaube auch nicht, dass, also die Wahrscheinlichkeit, dass man von jemandem, der Fanfiction schreibt, verklagt wird, ist wahrscheinlich auch nicht so groß. Ich bin oft hier, aber Mimbutzki kennt die Links besser und MacDrock ist super als Mod. Stimmt übrigens, der ist der Hammer. Ich brauche eine saure Mimi. Jawohl, Fanfiction, sitze dran. Es ist schwer bei Ghostsitter. Das schwerste Fandom, für das ich je geschrieben habe. Und ich weiß noch nicht mal, wieso es mir schwerfällt, außer Scham und Heldenverehrung. Gott, du übertreibst ein bisschen. Bitte weiter so. Ghostsitter ist sehr speziell. Sehr, sehr speziell. Danke, Simpi Steffen, für das Sticker-Pack und, ah, super. Also, es ist nicht einfach, weil das ja komplett aus meinem Stream of Consciousness irgendwie herausfließt, der mitunter sehr speziell ist. Und die Figuren eine sehr eigene Art haben, miteinander umzugehen und die Sätze einen bestimmten Satzbau haben und einen bestimmten Rhythmus und das alles schon sehr speziell. Deswegen hat mein lieber Co-Autor Carsten Steenbergen, der mit mir zusammen gerade das nächste Buch macht, weil ich einfach Hilfe brauchte, weil ich es sonst nicht schaffe, der hat da auch ganz schön gekämpft, es aber geschafft, wie ich just lesen konnte. Es ist wirklich großartig geworden. Also ich habe ihm das Hörspiel, den Hörspieltext von Staffel 4, glaube ich war es, gegeben. Er hat das als Buch umgeschrieben, dann habe ich es gelesen, habe ihm noch was dazu gesagt, er hat es nochmal umgeschrieben, jetzt habe ich es wieder, schreibe noch ein paar Witze rein. Und dann kommt es beim Roten Drachen, Goldener Drache, würde ich sagen, Edition Roter Drache raus. Tommy, wie behältst du den Überblick über deine vielen laufenden Projekte? Gar nicht. Das macht meine liebe Frau Sophia, die den Überblick behält über mein Pensum, sowie die Mel Graf von der Boomfilm, die boomfilmseitig den Überblick behält. Ich gar nicht. Und mein Bruder Nico natürlich. Gibt es das Stickerpack bei Telegram? Nein. Fernknuddel den armen Carsten mal von mir, sofern er etwas mag. Was? Ich? Nein. Du meinst jetzt. Ach so, doch, du meinst den Carsten Steenbergen. Okay. Pummel-Einhorn-Set ist bestellt. Sehr geil. Ich finde, man hat in der 7. Staffel gemerkt, wie schön die Gemeinschaft aus den verschiedenen Charakteren zusammengewachsen ist. Das finde ich auch. Ich finde auch, dass diese Staffel wirklich aus mehrerlei Gründen was Besonderes ist, weil sie jetzt sehr als Einheit funktionieren. Fast schon, also wie soll ich sagen, wie so eine gut geölte Maschine. Fast zu gut.
Ein Problem habe ich tatsächlich gerade, wie ich heute festgestellt habe, dass diese aus technischen Gründen heißen die Ghostsitter-Abenteuer immer Ghostsitter die komplette irgendwas der Staffel. Wir alle wissen hier, das sind Abenteuer und keine Staffeln. Aber es ist ein technischer Grund bei Audible, warum das so ist. Wir versuchen es gerade zu ändern. Also wir versuchen es schon länger zu ändern. Aber da müsste quasi Audible eine riesige Änderung in seinen Originals herbeiführen, nur damit es auf Ghostsitter passt, die mit die einzigen Originals sind, die so kurz sind. Und so kurz sind sie, ich sag's einfach nochmal, damit es alle gehört haben, weil ich nicht mehr Stunden pro Jahr schreiben kann, wir aber öfter Ghostsitter veröffentlichen wollen, weil so viele Leute erfreulicherweise danach schreien. Also veröffentlichen wir nicht ein riesiges Ding pro Jahr, sondern mehrere kürzere pro alle 3 Monate und dazwischen eben die Feuerflieks. Das ist der Grund. Was mir sehr zu Pass kommt, was mir viel mehr Spaß macht, was sich auch tatsächlich besser schreiben lässt und was sich auch besser planen lässt. Darum ist das so und das wird auch so bleiben erstmal. Es ist für uns eine tolle, gangbare Lösung und es gefällt den allermeisten Leuten ja auch. Und das schreiben eben auch Leute, ja, hat mir gefallen, aber es ist zu kurz. Und ich kann es nicht ändern, es ist so. Das Problem ist, dass ganz viele Leute, also verhältnismäßig viele, sich beschweren, ja, wieso Staffel und dann auch sehr persönlich, ja, Krapfweiß, das war nix und so. Das ist schon sehr unangenehm, weil auch wenn die Dinger nur 90 Minuten lang sind, geben wir uns genauso viel Mühe und produzieren trotzdem das ganze Jahr wie verrückt, um das alles zu schaffen, das Pensum. Da muss ich sagen, trifft mich das schon, ehrlich gesagt. Also es macht mich wirklich betroffen. So, jetzt habe ich es gesagt. Muss leider raus. Viel Spaß noch. Tschüss, Steffi. Weil wegen warum? Ja, die muss halt auch mal arbeiten. So, ich habe noch nicht weitergehört, weil ich auf die Bücher warte. Also Pixelfeed, da musst du lange warten, weil wir sind jetzt erst bei Buch 4, bei Buch 6, was Staffel 4 ist. Ich würd dir raten, hör lieber erstmal und lies es einfach nochmal. Welchen Musikgeschmack hat Welf? Meinen eigentlich. Der hört alten Scheiß. Welche Erfindung von Briegels hättest du gern, sofern sie nicht explodiert? Wirklich keine. Könnt ihr bei Audible verschiedene Kapitel machen? Jedes Mal, wenn die Musik zwischendurch kommt. Ich finde kleinere Kapitel toll, wenn ich unterwegs bin. Kann ich nicht. Das ist nicht unbedingt mein Ressort. Man kann das so ein bisschen versuchen, aber diese Schnipsel, die müssen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, da müsste ich jetzt unseren Post-Production Supervisor fragen oder Nico, bestimmte Längen haben, die eben nicht immer ausgerechnet da passen. Das ist leider, wie es ist. Ich habe schon wieder aufgeholt. Oder habe ich schon wieder irgendwas übersprungen? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal nochmal kurz hoch. Nee, ich hab's tatsächlich. Ich hab wieder aufgeholt. Spreche ich zu schnell? Das ist ja krass. Tommy, du, ist das Pummel-Einhorn-Link auch da? Was? Du meinst der Pummel-Einhorn-Link zu den Aufklebern, oder? Ich musste am Freitag an den Song Mein Bruder macht beim Stummfilm die Geräusche, ja, denken. Die Sounderzeuger waren klasse, ja. Allerdings, das war der Kevin 1. Und wir haben noch einen Kevin in unserem Studio in seinem Studio in Berlin, muss man sagen. Und dann ist das andere war der Sebastian Muxenhaxerberger. Ich weiß gar nicht mehr, wie er wirklich heißt. Muxeneder, mein Gott. Ja, das war wirklich super. Allerdings. So, wo geht's weiter? Tochter sagt, das heißt, ich möchte bitte. So sieht es nämlich aus. Tommy ist der Befehl für den Bot, Tommy. Ja, ich weiß, aber ich war verwirrt, was du jetzt mit Pummel-Einhorn meinst. Das Hörspiel, nehme ich an. Also, ihr könnt, wenn ihr Spaß an unserem Kram habt, auch bei Linktree Bummfilm suchen. Also Linktree/Bummfilm, da findet ihr alle Hörspiele, die wir bis jetzt gemacht haben. Wenn Hoptep, heute ist ja Ghostsitter Deluxe. Wenn Hoptep in ferner Zukunft die Gruppe temporär verlässt, hast du geplant, ihm einen Spin-off zu spendieren. Ich höre ihn so gern reden. Da bist du nicht alleine. Ich auch. Wie du schon gesagt, wie ich glaube ich auch schon mal erzählt habe, und deswegen nehme ich an, zitierst du das oder erzählst du das, ich glaube, Hoptep macht jetzt demnächst mal eine Reise. Ob ich einen Spin-off mache, das
Problem oder die Herausforderung bei Hopp-Tepp ist ja, dass eigentlich seine Geschichte erstmal zu einem guten Ende mehr oder weniger kam. Nicht Ende im Sinne von, dass es vorbei ist, sondern seine Story-Arc hat einfach, die ist eigentlich abgeschlossen. Und er ist jetzt glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Darum gibt es im Moment jetzt über Hopp-Tepp nicht zwangsläufig etwas, wo ich einen Spin-off draus bauen könnte, zumindest nicht in meinem Hirn. Da habe ich bei den anderen Figuren, Dada, Welf, sogar Bombi, mehr Fleisch, wo ich was erzählen kann. Trotzdem liebe ich ihn und ich finde, dass der Karim El-Kamouchi eine dermaßen großartige Stimme hat und das so wunderbar macht mit diesem wirklich tollen, authentischen Akzent. Ganz großartig. Kommst du in den Flüssen von London vor? Die habt ihr bei Boomfilm Klasse von und Dankeschön. Ich glaube schon, dass ich da mal irgendeine Mini-Gastrolle oder irgendwas gespielt habe, aber eigentlich dann nur so, hallo, was tun Sie hier? Oder so Zeug irgendwie. Wird es die Mara-Bücher als Hörbücher geben? Es gibt eines von Christoph Maria Herbst gelesen, das leider gekürzt ist. Und ich möchte wahnsinnig gerne ein Hörspiel daraus machen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, da warst du aber wahrscheinlich noch nicht da. Das scheitert im Moment daran, dass das jemand bezahlen müsste. Wie auch bei der Filmfortsetzung. Eine Blues Brothers Hommage, sowas in der Art wird auf jeden Fall kommen. Wenn die Geisterbahn wieder öffnet und Dada nicht mehr reist, was ist dann ihr Job? Schläft sie mit den Kerls in der Geisterbahn oder kriegt sie, weil sie bei der Winterpause doof an einen eigenen Wagen? Das wirst du dann erfahren. Was habt ihr noch an Projekten in der Mache in der Bummfilm? Also, wir sind ja zurzeit auch Corona-bedingt jetzt nicht so arg fleißig am Drehen, sondern tatsächlich am Hörspiele machen. Wir machen 130 Stunden Hörspiel pro Jahr. Wir produzieren gerade für FYEO, also FYEO, For Your Ears Only, auch eine Hörspielserie, die sehr stark in die Comedy-Richtung geht. Mehr darf ich darüber leider nicht sagen. Und noch vermutlich eine zweite, die wir gerade in den Storylines sind, die auch in die Comedy-Richtung geht und mehr darf ich nicht sagen. Aber machen auch natürlich weiterhin Amazon Music und Audible Hörspiele. Da schreibe ich gerade an einer zweiten Staffel von Kohlraben Schwarz zusammen mit Christian von Aster. Das ist ein Projekt, wo noch nicht mal die erste Staffel erschienen ist. Die kommt erst im Oktober oder so raus. Wird sehr, sehr, sehr cool. Und nicht zu vergessen, die Bummfilm hat ein sehr, sehr schönes Ding produziert, das ich euch sehr ans Herz legen möchte. Das heißt Wunder Wombat Waldemar. Ich lasse es mal wirken. Wunder Wombat Waldemar. Der kommt tatsächlich, warte, ich gucke mal kurz auf den Kalender. Am 30. oder am 1., also innerhalb der nächsten 48 Stunden, kommt ein neues, sehr typisches Bummfilm-Hörspiel raus. Autorin ist eine Dame namens Sophie Seeberg. Die hatte Bestseller mit ihren Büchern Die Jacqueline ist voll hochbegabt, ey, und vielen anderen tollen, großartigen Büchern, wo sie von ihrer Zeit als Gerichtsgutachterin erzählt hat. Und die waren auch als Hörbuch irrwitzig erfolgreich. Und ich hatte diese Autorin damals für den Drömer-Knauer Verlag entdeckt und habe eben der Redakteurin das angedeihen lassen und seitdem hatten wir also einen angenehmen Kontakt und haben dann beschlossen, vielleicht können wir mal was zusammen machen und dann hat die Frau Seeberg gesagt, sie würde gerne mal ein Kinderhörspiel schreiben und dann habe ich gesagt, ja, dann schreib doch mal ein Kinderhörspiel und das hat sie gemacht und das ist total, total großartig, also wirklich absolut fantastisch, es ist wirklich ein Kinderhörspiel. Ja, also man kann es als Erwachsener gut hören, es ist nicht nervig vor allem, das ist schön, es hat aber schöne, gute Gags, aber es ist eben wirklich, es ist jetzt nicht so super All-Ager-mäßig wie Ghostsitter, aber wenn ihr Kinder habt und auch gerne schöne Hörspiele hört, wir haben es super aufwendig produziert, ich habe lustige Musik dazu gemacht und es gibt eine Figur, die euch bekannt vorkommen könnte, zumindest von der Stimme her, und zwar die Hauptfigur, die wird nämlich von der Paulina Römmelein gesprochen, die auch die Mimi spricht in Ghostsitter und der Wunderwombat Waldemar wird gesprochen von Kai Taschner und das ist der Oberknaller. Und ich habe eine Gastrolle. Ich durfte auch mitsprechen. Ich bin der Sepp. Ja, also Wunder Wombat Waldemar. Ich glaube, man kann es sogar schon vorbestellen bei Audible. Und dann habt ihr es direkt auf euren Geräten, wenn es dann raus ist. Sind auch, glaube ich, 6 oder 8 Folgen. Also wirklich ein richtig großes Ding für einen halben Credit. Beziehungsweise wirklich eine Handvoll Euro, wenig Euro,
Also gebt dem Wunderwombat eine Chance, nachdem es ja bei Bilbo schon nicht richtig funktioniert hat. Wenn diese 147 Leute, die jetzt hier gerade zugucken, zumindest laut dieser roten Zahl, sich den Wunderwombat Waldemar reinziehen oder in ihren Kindern kredenzen, das wäre der Ober-Oberknaller. Ich liebe dieses Hörspiel. Und ich habe ein Musikvideo sogar produziert in Heimarbeit und Spaß dabei. Das wird morgen wahrscheinlich in Social Media aufschlagen. Also haltet die Augen auf. Denkst du dir immer ein bisschen positiv hysterisch? Ich war in einem Film mit Billy Boyd. Meine Szene in Mara kam nicht mal in den Film und ich bin trotzdem stolz. positiv hysterisch, nein. Würde ich nicht sagen. Aber ich habe mich echt gefreut, dass Billy Boyd diese Rolle mitgemacht hat. Und vor allem, dass er sie zusammen mit John Nugent gespielt hat, dem unserem VFX-Supervisor, der damals Compositing-Supervisor bei Lord of the Rings war. Das fand ich ein Oberknaller. Wunder Wombat Waldemar. Jetzt wissen wir, was WWW bedeutet. Ja, genau. So ist es. Der Sven. Ich gehe nur mal. Totale Alliteration. Ja, wollt ihr die totale Alliteration? Wunder Wombat Waldemar. Ich könnte. Warte mal. Wenn ich jetzt hier bei Twitch hier klicke, entschuldige, ich muss mich gerade konzentrieren und hier auf Medienquelle gehe und hier auf OK und auf Durchsuchen und dann auf Exporte und mir dann von diesem Monitor das Ding rüberhole. Sekunde, entschuldige kurz. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich schau mal, ob man dann auch was hört. Ansonsten muss ich es ganz schnell freischalten. Seid ihr bereit? Alle bereit? Dann machen wir jetzt eine spontane Premiere. Höre ich einen bereit? Nein, sehe ich einen bereit? Und wenn ich einen bereit sehe, hoffe ich, dass es auch funktioniert. Plus, hau raus. Ja, ja. Eigentlich bräuchte ich jetzt 150 Ja's. Bereit, bereit. Trommelwirbel. Ja, kann jemand einen Trommelwirbel machen? So brrrr im Chat, wenn alle so brrrr schreiben, dass ich nur brrrr sehe. Das könnte funktionieren. Und der Steffen könnte dann schreiben, badumts, ganz am Ende. Brrrr, ja. Ein Jupp war dazwischen, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Und jetzt kommt badumts. Ich hoffe so, dass das jetzt funktioniert. Nachmittags im Bett. Wer ist knuffig und hat Fell, aber bewegt sich ungern schnell. Wer ist in dieser Show der Star? Wunderwombat Waldemar. Wer ist einfach wunderbar? Wunderwombat Waldemar. Großer Zauberer und weiß davon jetzt gar nichts mehr. Wer ist der Magieagent, der nicht mal seinen Namen kennt? Wer ist in dieser Show der Star? Wunderwombat Waldemar. Wer ist einfach wunderbar? Wunderwombat Waldemar. Wunderwombat Waldemar.
Ha, hat geklappt. Schön. So, das habt ihr jetzt als allererstes gesehen. Das hat noch niemand gesehen, außer sehr, sehr, sehr wenigen Menschen. Ihr wart jetzt die Ersten. Dankeschön. Danke, das freut mich. Es war wieder, man sieht, es ist natürlich schon heimgeklöppelt und am Wochenende gemacht, weil warum soll man für ein Hörspiel einen Musikclip machen? Gibt ja eigentlich keinen Sinn, aber ich hatte halt schon diesen Titelsong gemacht und die Paulina Rümmelein, die auch die Mimi spricht, habt ihr da gesehen, die hat das gesungen und die eben, spricht eben auch die Charlie, die Hauptfigur in Wunderwombat. Ah, schön, dass es euch gefällt, das freut mich sehr. Und ihr habt auch Kai Taschner gesehen, wie er den Wunderwombat enactet. Dann habt ihr Sabine Bohlmann gesehen, die mit mir zusammen die Pummel-Einhorn-Hörspiele schreibt und auch die Regie macht. Nebenbei die Stimme von Lisa Simpson und Sailor Moon und die Mutter von Paulina Römelein. Wing Charlie freut sich, ja, mit Recht. Also, bestellt den Wunderwombat Waldemar vor, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Kinder habt, hört vielleicht auch mal mit rein. Was mir besonders gut daran gefallen hat, ist, als ich das gehört habe, dass es gibt da keine Leute, die blöd sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man sich irgendwas anguckt oder irgendwas liest oder so, und das sind dann Leute, die blöd sind und man stellt sich immer, sagt, ey, mit denen soll ich jetzt hier 8 Stunden Hörspiel verbringen oder mit denen soll ich jetzt dieses Buch gehen. Boah. Und das hat die Frau Seeberg echt super geschafft, dass man die Leute da in diesem Ding einfach mag. Und es wird viel Tee getrunken und Kuchen gegessen, was ich sehr sympathisch finde. Ja, da merkt man natürlich auch die Familienpsychologin. Es gibt schon sehr viele was weniger Tragekomfort bietet. Wo sind wir denn jetzt gerade gelandet? Was glaubst du, wie Tommy die Videos dreht, indem er gleichzeitig mehrere Instrumente spielt? Ah, durch Klonen? Nein. In dem speziellen Fall tatsächlich von diesem Video war es so, dass meine Tochter das gefilmt hat. Damit ich, ja, normalerweise mache ich da ja gerne irgendwie diese Klonaufnahmen, wo ich eine Kamera hinstelle in 4K und bla bla, aber das war wettertechnisch schwierig und in dem kleinen Studio, wo ich momentan eben Corona-bedingt bin, war einfach nicht genug Platz und deswegen habe ich einfach gesagt, kannst du das bitte filmen? Hat sie gemacht, reingeschnitten, fertig. Wer hat die Cartoons gezeichnet? Steffi Engel, die Zeichnerin des Pummel-Einhorns, hat auch den Wunderwombat Waldemar seine Gestalt gegeben. Ja, man muss den Kindern erklären, warum ist der und die so doof oder gemein. Ja, das finde ich eben auch. Also ich meine nicht Figuren vom Typ, der lustige Sidekick vom Bösewicht, damit die Szenen für Kinder nicht zu bedrohen. Nein, den meine ich nicht, sondern ich meine, dass es wirklich Figuren sind, die eigentlich Protagonisten sein sollen, die man eigentlich mögen soll. Und irgendwie denkt man sich, warum soll ich jetzt mit dem Heini oder mit dieser Trulla da weiter durch die Geschichte gehen, wenn die gerade sich zu ihrem Kumpel oder ihrer Freundin oder ihren Eltern so dermaßen blöd benommen hat. Das war bei Mara und der Feuerbringer ja auch ein spezieller Grad. Ich musste die Mara erstmal so sympathisch oder relatable, was ist das deutsche Wort dafür, kriegen, dass man sich mit ihr irgendwie fraternisiert und dann erst konnte ich quasi die Spitzen und Ecken, die sie hat, ausspielen. Wenn ich das andersrum gemacht hätte, dann hätte man es erstmal gelesen und gesagt, was ist das für eine blöde Kuh, weil man gar nicht weiß, woher das eigentlich kommt. Waldemar ist vorbestellt. Bam. Vielen Dank. Super. Ach, schön. Warum da jetzt das teuer geklöppelte, was weniger Tragekomfort bietet, das verstehe ich nicht. Das hast du mit Tom und Mara gut hingekriegt, ja. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, dass meine Figuren definitiv Ecken und Kanten haben, aber eben so eingeführt werden, dass man erstmal ihre Motivation versteht, warum sie sind, wie sie sind. Wenn man den Tom von vornherein, also den Ghostsitter Tom, so dargestellt hätte als dieser völlig überforderte, stotternde Junge, der immer sagt, aber, dann hätte man ihn vielleicht doof gefunden. Nachdem man aber erstmal erzählt habe, was eigentlich sein Problem ist und dass er zwar denkt, gute Ideen zu haben und eigentlich die Lösung weiß, sich aber nicht traut, sie zu sagen und so weiter, das hat ein bisschen geholfen, denke ich. Du hast gemeint, dass du das am Wochenende geklöppelt hast. Ach so, alles klar, jetzt habe ich's. Ich freue mich, wenn die beiden sich treffen. Meinst du Tom und Mara jetzt? Kann es sein? Also ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, denn wie manche von euch erkannt haben, ist es ja schon so, dass viele Dinge, die ich mache, eigentlich in einem gemeinsamen Universum eigentlich spielen. Man hat ja schon ein paar Verweise gemerkt, zum Beispiel den Polizisten Herrn Kornbichl und andere Dinge.
Ja, und ich denke sehr aktiv über ein sehr ungewöhnliches und wie ich finde sehr unterhaltsames Crossover nach in einer der nächsten Ghostwriter-Staffeln. Ich mag die Gaming-Szene vom Anfang in Ghostwriter, schreibt Mimbutzki. Vielen Dank. Wollte die unbedingt drin haben. Ich weiß, dass das mit der damaligen Redaktion des Buchverlags nicht so einfach war, weil, naja, die Klischeebuchhändler eigentlich Gaming nicht so toll finden. Wenn die das Ding aufblättern, hatte man Sorge. Nicht, dass sich jemals jemand beschwert hätte. Ich sage auch Klischeebuchhändler, nicht Buchhändler, die ich kenne. Man hatte Sorge, dass wenn die das aufblättern, dann steht da, spielt ein Massive blablabla, Online-Game, blablabla, Ritter nach vorne, Paladin, Bogenschützen, das ist für ein Scheiß. Dass das ein Problem gibt. Wer weiß. Wenn es nur im echten Leben so wäre, dass man die Menschen besser einschätzen und verstehen könnte, das würde vieles erleuchten. Ja, das stimmt. Ich mag Figuren, die Ecken und Kanten haben. Glatte Helden fühlen sich wie Abziehbildchen an. Das ist ja völlig klar. Absolut. Sehe ich auch so. Ich möchte aber, dass man sie mag. Kommt Mara als Fortsetzung ins Kino, wenn sich Band 4, an dem ich verzweifelt schreibe, so gut verkauft. Also wenn alle Leute, die Band 1, 2 und 3 gekauft haben, Band 4 kaufen, dann sind wir auf Platz 1 der deutschen Bestsellerliste. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das mit dem Film auch irgendwie hinkriegen. Vorhin kam die Frage, warum Hörspiele so teuer sind. Das sind doch nur ein paar Sprecher. Nee. Also, wo fange ich denn da an? Also, ich fange mal so an. Ich habe eine Firma mit 22 Mitarbeitern. Ich muss Dinge machen, die diese Leute mit Job versorgen. Ich kann nicht, sage ich jetzt mal, einfach mal sagen, ach, jetzt schreibe ich mal aus Spaß das und jenes und dann haben die halt nichts zu tun. Wir müssen halt schauen. Nein, es geht natürlich nicht. Und die Dinge, die ich schreibe, müssen auch einen bestimmten Betrag einbringen, weil ich sonst mir gar nicht leisten könnte, sie zu schreiben, weil ich eben diese Firma habe und auch die Verantwortung und auch gerne mit dieser Firma weiter arbeiten möchte. Ja, das heißt, es gibt schon mal einen bestimmten Preis. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal so, schreibe mal ein Buch für 100 Euro. Das geht gar nicht. Zum anderen ist es so, dass wir tatsächlich von diesen 22 Festangestellten, würde ich mal sagen, 18 Leute brauchen, damit Ghostsitter so aufwendig produziert wird, wie es da ist. Also da gibt es ein Casting, dann muss eine Produktionsleitung einen irrwitzigen Wahnsinn an Timing irgendwie auf die Reihe kriegen, also an Dispo, denn wir haben ja so wahnsinnig viele prominente Sprecher da drin und wir haben auch Sprecher aus allen Teilen der Republik und es ist alles sehr, sehr dumm eigentlich, das so zu machen, aber so ist es halt nun mal. Wir haben sehr prominente Sprecher, die richtig Geld kosten, was sie auch zu Recht kosten, weil sie eben so gut sind. Trotzdem ist es so, dass die uns alle schon entgegenkommen, weil die alle so Bock haben, Ghostsitter zu machen. Das heißt, normalerweise wären die noch viel, viel, viel teurer. Und das muss ich leider sagen, auch zu Recht, weil jemand wie Christoph Maria Herbst einfach einer der besten Christoph Maria Herbst, die es auf der Welt gibt. Und der kostet das, was er kostet, weil er so geil ist. Ja, oder Wiegald oder Kalkofe in Bilbo oder also ohne Ende Leute, die einfach großartig sind. Die haben aber alle sehr, sehr viel zu tun. Ja, auch während Corona. Sehr, sehr viel zu tun. Und die in einen Haufen irgendwie disponiert zu kriegen, ist wirklich allein schon eine Sisyphus-Arbeit, bei der ich für die Mail nicht beneide, muss ich wirklich sagen. Dann ist es so, dass diese Dinge vertont, also müssen aufgenommen werden, was ein paar Tage dauert, dann müssen sie vertont werden. Die ganzen Geräusche, die wir da machen, das ist nicht irgendwas, was man sich irgendwie zusammenklickt oder von, Best Sound Effects irgendwie mal eben von iTunes runterzieht, sondern das ist handgemacht. Das heißt also zum Beispiel diese Body Moves, nennt man die ja, diese Raschler, ja, das... Ja, wenn jemand sich bewegt, das wird alles gemacht. Da sitzt der Sounddesigner da und macht diese Raschler. Und zwar unter Umständen eben nicht nur für eine Figur, sondern natürlich auch für mehrere Figuren. Du hörst das Knarzen von Belfs Lederjacke. Du hörst die natürlich auch die bewegten Geräusche von Mimi und alles. Du hörst die Schritte, du hörst, ob es ein Teppich ist, ob es, je nachdem, welche Schuhe es sind, sitzt dann unser Sounddesigner eben da und hat verschiedene Schuhe an und klopft auf den Boden rum. Das ist sau aufwendig und kostet richtig viel Zeit. Und diese Zeit, das ist ähnlich wie bei mir, die der Sounddesigner da hinein investiert, die muss irgendwie bezahlt werden, weil sonst muss er was anderes machen, was bezahlt wird. Sonst kann ich mir so diese vielen Leute natürlich nicht leisten.
Ja, und so geht es dann weiter. Es muss gemastert werden. Dann wird Musik gemacht. Es ist ja teilweise schon so, dass ich diese Songs wie Ein Vampir braucht kein Bier und so weiter, die mache ich ja einfach so. Da kriege ich ja nicht mal was dafür. Die mache ich einfach nur, weil ich unbedingt mal wieder einen Song in Ghostsitter drin haben will. Wenn ich die auch noch abrechnen würde, dann wäre das Ding komplett unbezahlbar. Und dann würde Amazon Music und Audible irgendwann sagen, du, tut mir leid, aber das macht keinen Sinn. Ja, und so weiter. Also es ist einfach viel mehr Arbeit, als man denkt. Ich könnte auf meiner kleinen Rollenspiel-Con Werbung für Mara oder dein ganzes Zeug machen. Wenn du Flyer oder ähnliches hast, kannst du sie gerne schicken. Für eine Lesung ist meine Con zu klein. Ich habe keine Flyer. Ich habe, Dankeschön für das Angebot, das ist super lieb, aber ich habe das alles. Ich habe das alles nicht. Sie verdienen die Millionen, die vielen, weil sie so verdammt gut Hörspiel spielen. Es gibt sehr wenig gute Sounddesigner. Das stimmt tatsächlich. Vor allem, also Sounddesigner, die das so digital zusammenklicken, würde ich mal sagen, gibt es schon mehr. Natürlich, gerade weil Hörspiel auch in Deutschland gerade so boomt. Aber Foley Artists, also Leute, wie wir sie jetzt haben, gibt es nur ganz, ganz, ganz wenige, die wirklich mit Objekten Geräusche bauen. Jetzt möchte ich eine Doku über Sounddesigner schauen. Gibt's bestimmt. Wie behältst du beim Schreiben den Überblick? Schreibst du eine Mindmap, Timeline oder entwickelst du Ideen während dem Schreibprozess? Wegen Charlie, fleißig Bumfilmproduktionen kaufen, damit Audible-Verlagen mehr Aufträge haben. Ja, ja, ja. Ja. Ja, vielen Dank, Winged Charlie. Genau, und für die Zwerge warst du da. Ja, 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 genau. Das hat Spaß gemacht. Es war echt ein harter Ritt, aber du hast echt einen krassen Job gehabt und hast das echt gut gemacht. Vielen Dank dafür nochmal, geflügelte Carla. Wie hältst du beim Schreiben den Überblick? Also, ich habe keine Mindmap. Ich habe auch keine Timeline. Das habe ich alles nicht. Ich habe eine Storyline. Und diese Storyline ist bei Ghostsitter etwa 2,5 Seiten maximal. Und das reicht mir. Mehr will ich auch nicht haben, weil ich sonst beim Schreiben ganz schnell gelangweilt bin, weil ich schon weiß, was passiert. Das ist auch beim Drehen so, wenn ich egal was drehe oder produziere und ich habe dann das Skript schon vor mir, muss ich mich tatsächlich zusammenreißen, weil es mich manchmal einfach langweilt, weil ich schon weiß, was, ja, wie ich es idealerweise gerne hätte. Und was dann eben hilft, ist dann so Schauspieler zu haben, wie zum Beispiel Christoph Maria Herbst oder Jan-Josef Liefers oder eben auch den Felix, der jetzt den Tom spricht, die das dann eben nochmal so anders und so spannend machen, dass mein Interesse wiederkommt, weil es neu ist für mich. Und ich brauche einfach immer diese Stimulation, dass irgendwas Neues gerade passiert, weil ich sonst in eine Stasis falle und mich zu Tode langweile. Genau, das war kein Fishing for One, das weiß ich, selbstverständlich. Ich habe es auch freiwillig gesagt. So, ja, den Zauberwald, Hops, Fips und Taps, Draculine und so weiter gibt es natürlich auch noch. Das sind Dinge, die wir nicht selber geschrieben haben, sondern Enid Blyton oder Elfie Donnelly. Die produzieren wir auch und das ebenso mit Freude. Wenn du an Ghostsitter schreibst, passiert es dir, dass deine Figuren dich überraschen und was anderes machen, als du schreiben wolltest? Die ganze Zeit. Laufend. Zum ersten Mal ist mir das bei Mara und der Feuerbringer passiert im zweiten Band. Den ersten Band, der war noch relativ klar. Aber je mehr die Figuren angefangen haben zu leben, finde ich, desto besser wurden die Bücher auch. Und mir gefällt Band 2 unter anderem deswegen auch besser als Band 1, weil ich da freier war. Also ich habe in Band 1, da musste ich ja die ganzen Setups bauen, die dann in 2 und 3 ihren Payoff bekommen. Und Band 1 musste sehr stringent an der Storyline bleiben. Bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Und in Band 2 und 3, wo ich dann schon wusste, ja, da läuft's hin und dann ein bisschen so die Freiheit hatte, wann ich jetzt was auflöse, da haben sich die Figuren extrem frei geschwommen und haben Sachen gemacht, von denen ich erst erfahren habe, als sie sie gemacht haben, während ich sie schrieb. Das passiert mir die ganze Zeit und das liebe ich. Welcher deiner Figuren bei Ghostsitter hat das größte Eigenleben? Also Mimi ist schon sehr eigensinnig, muss ich sagen, aber eigentlich gilt das für alle. Also Tom auch, weil der auf Ideen und Lösungswege kommt, die ich beim Storyline-Schreiben nicht vorausgesehen habe. Also, dass er zum Beispiel jetzt in der aktuellen Staffel am Ende diese Lösung auf diese Art findet und dass Mimi und er das so herbeiführen und dass das so eine große Wirkung hat am Ende. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert. Das hat mich überrascht. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste es erst in dem Moment, als sie es getan haben.
Ich wünschte, ich hätte das geplant, weil es wirklich ein ganz wunderbar, wie ich finde, wunderbar rundes, funktionierendes Ende ist. Aber ich hatte es eigentlich ein bisschen anders geplant. Und die beiden Figuren haben einfach was völlig anderes gemacht. Und es war wunderbar. Ich lese gerade den Kindern und meiner Frau den ersten Maraband zum Einschlafen. Vielen Dank, dass ich das vorlesen darf. Hey, vielen Dank, dass du das vorliest. Und ich hoffe sehr, dass ihnen das Einschlafen schwerfällt. Obwohl ich auch irgendwie hoffe, dass du zum Schlaf kommst. Wie weit ist die Planung für Noob-Tours? Wir suchen einen Termin. Für alle, die jetzt sich fragen, was zum Teufel das sein soll. Der Sven Fössing, ein sehr guter Kollegenfreund von mir, mit dem zusammen wir auch immer das Cosplay Village für die Gamescom machen. Der hat einen kleinen Streaming-Kanal, der hoffentlich irgendwann ganz, ganz groß wird. So groß wie der Sven. Da spiele ich ab und zu tatsächlich auch in einem lustigen Let's Play mit. Und wir spielen Sea of Thieves. Der heißt Sunny Fox, der Kanal. Einfach mal im Auge behalten. Und wir würden gerne auf diesem Kanal, weil auf Wild Mikes passt das nicht, weil das eben ein Talk-Kanal ist, wir würden bei ihm drüben gerne mal ein kleines Experiment machen und zwar Leute zum Sea of Thieves-Spielen einladen, die wirklich so nicht wirklich was mit Gaming am Hut haben. Und unser erster Gast wird sein Herr Holm-Gero Hümmler, ein Physiker, der unter anderem eben auch am CERN im bei dem Teilchenbeschleuniger gearbeitet hat und geforscht hat. Und der immerhin einen Marine-Hintergrund hat und deswegen vielleicht ja sogar ganz großartig ist im Sea of Thieves spielen und vielleicht auch mit der Kanone besser trifft als ich. Aber das finden wir einfach spannend. Das wollen wir machen und er wird nicht gleichzeitig zu mir streamen. Das wird sonst sehr, sehr kompliziert. Also zumindest nicht, wenn ich dabei bin. Und ja, der Holm. Das wird sehr, sehr lustig. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Also wenn der Herr Hümmler mit uns das spielt. Und wir haben auch schon einen zweiten Gast im Auge und eine dritte Gästin, die alle jetzt nicht unbedingt für Gaming bekannt sind. Da freue ich mich schon sehr drauf. Sea of Thieves wurde mir von einem anderen Kanal madig gemacht. Da wurde so oft gesoffen und gelallt, bis ich das Spiel damit verknüpft habe. Ah, bei uns nicht. Ach so, Sunny Fox streamt jetzt gerade, ja, aber nicht mit mir. Wenn ich an den Sandsack im Hintergrund denke, wäre das nicht ein Prügelspiel, was für den Herrn Hümmler möglicherweise. Schreiben Sie, wirst du mal bei den Waldmix am Vormittag dabei sein? War ich doch schon mal und wird bestimmt wieder passieren. Es sieht so aus, übrigens, als würde, also die Zeichen mehren sich, kann immer was dazwischen kommen, aber die Zeichen mehren sich, dass wir auf Waldmix zu der Zeit, wo normalerweise die Gamescom stattfinden würde, ein virtuelles Cosplay-Village hier veranstalten. Auf Wild Mikes. Ich glaube, das wird richtig fett. Mit vielen tollen Künstlern und Künstlerinnen, mit Musik, mit Live-Musik. Die Bina möchte ich gern dafür gewinnen. Sie weiß es noch gar nicht, freut sich hoffentlich trotzdem. Viele, viele andere großartige Leute. Die Sam Winter werde ich dafür auf jeden Fall claimen. Die muss mit mir Musik machen. Und wir gucken gerade, ob wir ein paar tolle Cosplayer organisiert bekommen. Ich nerv gerade zum Beispiel den Mall Cosplay und die wunderbare Maya, Ben und Maya, dass sie vielleicht bei einem Gig dabei sind und so weiter und so fort. Nein, ich darf das noch nicht erzählen, habe ich jetzt gerade gemacht. Kann auch passieren, dass es nicht klappt, weil das nämlich wirklich ein aufwendiges Stück Schinken ist, aber es sieht jetzt im Moment ganz gut aus, dass das klappt. Schauen wir mal. So. Ach, die Jam-Session mit Lucy van Ork, ja, die hat sehr viel Spaß gemacht. Also ist eins von den Dingen, die auf Video, ich habe ja ein Video davon, weniger so funktionieren, wie sie tatsächlich waren. Da fehlt total viel an Flair. Live war das sowas von großartig, weil es so ein unfassbar unterhaltsames Chaos war, weil keiner von uns ja eigentlich wusste, wo es hingeht. Und das war toll. Es vermittelt sich auf dem Video nicht so, wie ich eigentlich wusste, dass es sich nicht vermittelt. Aber ich habe trotzdem mal mitgefilmt. So, für wann hast du ins Auge gefasst, sofern es klappt, das Cosplay Village? Dann musst du einfach nur gucken, wann die Gamescom stattfindet. Also wenn das klappt, dann... Wie anstrengend können Fans auf Conventions werden? Also ich hatte bisher immer das Glück, dass Leute auf Conventions immer lieb waren. Also es gibt natürlich, klar gibt es dann Leute, die so, wie soll ich sagen, nennt man das anhänglich, ich weiß gar nicht, wie man sagt, die dann wirklich gar nicht mehr von der Seite weichen, wo man aber sehr schnell irgendwie den Weg findet, dann höflich zu sagen, du, ich möchte jetzt mal oder ich gehe jetzt mal da oder ich möchte mal gerne kurz oder bla oder man geht halt einfach mal kurz ins Zimmer hoch oder so. Eher ist es so, dass es eben auf den Conventions so viele Leute gibt, die ich so gerne mag und wo ich mich jedes Mal freue, wenn sie wieder da sind. Ja, siehe Helga, Diane und wie sie alle heißen und Carsten
und seine liebe Frau und ach Gott, so viele Leute. Ja, also insofern kann ich so nicht sagen, aber online. Online ist nochmal eine andere Nummer. Da gibt es schon ein paar Leute, die man dann irgendwann leider blockieren muss. Aber naja, das nehme ich sehr, sehr gerne in Kauf, weil wirklich 99,999% dieser Menschen einfach großartig sind und ohne die gäbe es alles das nicht. Also, alles gut. Habt ihr in nächster Zeit FAQs mit Synchronsprechern geplant? Muss das letzte Mal viel lachen. Nicht in nächster Zeit direkt, aber werden wir auf jeden Fall machen. Werden wir auf jeden Fall machen. Ich hoffe, ich werde nicht blockiert. Nö, sieht nicht so aus. Wenn du wieder schwankst oder schwenkst aus dem Pool erzählst, sind dann wieder die üblichen Verdächtigen mit dabei? Definitiv. Wenn wir wieder darunter können, wenn wir wieder nah zusammensitzen können und wenn wir irgendwie bei Wild Mikes mit den Sponsoren ein Stück weiter sind, ich habe einfach keine Zeit, mich drum zu kümmern und es gibt einfach so viele andere Sachen, weil diese Sendung, das, was wir damals bei Rocket Beans gemacht haben, die ist ein bisschen aufwendiger, da braucht es ein größeres Team, da sind mehrere Kameras und da haben wir wieder das Problem, wie auch bei den Hörspielen, ich brauche ein bisschen ein Budget, um das herstellen zu können und sobald wir da jemanden gefunden haben, der sich erbarmt, werden wir dieses Format wieder aufleben lassen. Was ist das für eine Sendung, Samstagnacht, habe ich nie gesehen. Google knows. Bis zum Blockieren hatte ich schon etwas Sorgen. Ich bin Quatsch. Gibt es wieder eine Talkrunde mit den Jungs von Captorga? Im Moment nicht unbedingt, aber also wenn es ein Thema gibt, wo sie passen, dann logisch, sind sie logisch wieder dabei. Oder ich bei ihnen oder wie auch immer. Tommy kenne ich vom Cosday. Richtig toller Mensch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Cosday war großartig. Standing Ovations für Mara und der Feuerbringer, das war der Oberknaller. Das war richtig, richtig, richtig geil. Silent Sniper 7. Mhm. Wer bist denn du? Was machst du da gerade? So, ich glaube, wird dann auf dem Channel Mumbai fortgesetzt. Richtig, so wird es sein. Ja, okay. Dann glaube ich, haben wir es tatsächlich für euch für heute durch. Dann bleibt mir ja nur noch vielleicht ein, zwei lustige Songs zu spielen, damit sich der Kruxel ärgert, weil der eigentlich nur Anekdoten hören möchte. Morgen ist wieder Ferngespräch, richtig. Danke für den Hinweis, Hexchen Luna. Und morgen wird es richtig cool, denn, ja, damn Kruxel, denn morgen reden wir über Aberglaube und mit dabei ist Bernd Harder, Lydia Benecke, Hoaxilla, Alex und Alexander von Hoaxilla und der Mirko Gutja, bekannt als der Buddler und, muss ich Hall drauflegen, Professor Rudolf Simek. Bitte jetzt reagieren für die, die wissen, wer das ist. Ja, genau. Ja, nein, Kruxel, nein, das singe ich jetzt nicht. Nein, da brauche ich jetzt Playback, das müsste ich vorbereiten, weil das ist nur dann lustig, wenn ich da einfach zur Gitarre. Aber danke, dass du Spaß dran hast. Ja, genau. Professor Rudolf Simek wird dabei sein. Nicht Simek, sondern Simek, der Mann, der zum Beispiel dieses Buch geschrieben hat, das gerade rauskam. Ich mache da sehr gerne Werbung dafür. Das Buch heißt Sagas aus der Vorzeit von Wikingern, Berserkern, Untoten und Trollen. Professor Simek ist, würde ich mal sagen, der anerkannte Fachmann für nordische Mythologie, Germanen und Wikinger weltweit. Also einer der Fachleute weltweit. War eben mein Fachberater bei Mara und der Feuerbringer 1, 2, 3 und ist es auch bei Band 4. Und er hat das Lexikon der germanischen Mythologie geschrieben und ist wirklich ein rundum großartiger Mensch. Und der wird morgen dabei sein, wenn wir über Aberglauben sprechen. Bin schon sehr gespannt, wohin uns das wieder führen wird. Dieses Buch kann ich wirklich tatsächlich empfehlen. Ich finde es großartig, weil kam gerade raus, gibt es seit wenigen Tagen. Und das Tolle daran ist, das ist sozusagen, ja, um einen Anglizismus zu bemühen, the real shit. Ich lese mal kurz da hinten den Klappentext vor.
Es wird spannend in der Welt der nordischen Vorzeit. Seltsame Kreaturen stören den Frieden der Wikinger, unheilvolle Prophezeiungen werfen ihre Schatten über strahlende Helden, Zwerge schmieden magische Schwerter, unmenschliche Aufgaben, Verwünschungen und Verwandlungen treiben die Recken um und versetzen Völker in Angst und Schrecken. Kommt Ihnen das bekannt vor? Kein Wunder. Denn hier, bei der Urquelle, haben Tolkien, George R. R. Martin und Co. genüsslich gefrühstückt. Diese Urquelle hat Rudolf Simek mit seinem Team erstmals vollständig ins Deutsche übertragen. Mit Einleitungen, Glossar, Register und Karten für Leser, die wirklich alles wissen wollen. Und tatsächlich ist das so. Du machst dieses Ding auf und kriegst sofort, wie ich finde, einen totalen Flash, weil du da denkst, das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil es so im kollektiven Erinnerungsschatz von uns Menschen in diesen Breitengraden eben ist. Also wenn ich jetzt einfach aufschlage, dann schlage ich genau die Stelle auf, die ich vor ein paar Tagen schon mal vorgelesen habe, weil hier der Buchrücken entsprechend geformt ist. Ich lese noch mal ganz kurz was draus vor. Ich denke, damit, da schauen wir mal, wer von euch die Harten sind. Denn das ist tatsächlich, da richtet Brünnhild, also die Walküre, ihr Wort an Sigurd, Siegfried der Drachentöter. Und es geht um Runen. Da könnt ihr jetzt was lernen. Ich versuche das im entsprechenden Timbre. Bier reiche ich dir, Krieger. Mit Stärke und großem Stolz vermischt, mit Liedern gefüllt und lindernden Stäben, mit gutem Zauber und Freudenrunen. Siegrunen musst du kennen, wenn du klug sein willst. Sie ritzen in den Schwertgriff, in die Klinge, und in die Schwertspitze und zweimal Tieren nennen. Wogenrunen sollst du machen, willst du im Sund die Schiffe schützen. Auf den Steven sollst du sie ritzen und aufs Ruderblatt und brenne sie in die Riemen ein. Die Brecher sind nicht so steil, die Wogen nicht so dunkel, du kommst heil vom Meer. Sprechrunen sollst du kennen, wenn du willst, dass niemand dir mit Hass Schaden vergilt. Man windet sie, man webt sie, setzt sie zusammen auf der Versammlung, wo Leute zum Gericht zusammenkommen. Bierrunen sollst du kennen. Soll die Frau eines anderen dich nicht betrügen, wenn du ihr traust? Ritt sie aufs Horn, die Runen, nicht die Frau, auf den Rücken der Hand und auf den Nagel ein N. Den Becher soll man segnen, vor Gefahr sich hüten, Lauch in den Trank werfen, dann weiß ich sicher, dass dir nie Gift in den Met gemischt wird. Schutzrunen sollst du lernen, um zu schützen und das Kind aus dem Mutterleib zu lösen. Also hier geht es darum, leichter zu gebären, nicht was manche vielleicht denken. Schreib sie auf die Hand, die Rune, umspann die Gelenke und bitte die Diesen um Hilfe. Gliederrunen sollst du kennen, wenn du Arzt sein willst und Wunden besehen. Auf die Rinde sollst du sie ritzen, auf den Baum im Wald, dessen Äste sich nach Osten neigen. Weisheitsrunen sollst du lernen, wenn du klüger als jeder andere sein willst. Es deutete sie, es ritzte sie ein, es erdachte sie Hroft. Ist nicht alles in diesen reimartigen Strophen geschrieben. Ist auch Prosatext, also wirklich Abenteuer, nicht nur von Siegfried, sondern auch von vielen anderen Figuren, deren Namen man gehört oder auch nicht gehört haben mag. Das ganze Geritze ist ganz schön Arbeit, ja. Stimmt tatsächlich. So, jetzt bauen wir ein bisschen hier um. Ich habe gelernt, Lauchzwiebeln in mein Bier zu klatschen. An dieser Stelle sei erwähnt, Lauch, also Laukr, war bei den Germanen, also Zwiebelgewächse, alles was zwiebelartiger Gewächs war, war Laukr. Und das hat ja antiseptische Wirkung tatsächlich, man konnte Umschläge damit machen und darum gibt es auch diesen Begriff des Lindrok Laukr, also die Leinentücher mit Zwiebel darin, um eine Wunde zu verbinden. Lindrok Laukr kennen vielleicht auch ein paar Leute, die Mara und der Feuerbringer, also den zweiten Mann von Mara und der Feuerbringer gedreht. Soweit ist es schon. Ja, man soll sich ja Dinge visualisieren, wenn man sie machen möchte. Gelesen haben, da kommt das nämlich vor. Knoblauchbier. Ja. Was hältst du von Juggersport? Ja, ganz lustig. Zum Zuschauen. Also wenn wir jetzt hier, Moment, ich muss das, wie ihr schon wisst, ich muss das immer ein bisschen umbauen hier, damit ihr die Gitarre hört, damit ich auch die Gitarre höre. Ah,
So. Bitte bleib bei mir. So. Spickzettel brauche ich noch, sonst wird das alles ein bisschen schwierig. Ja, ich müsste eigentlich noch weiter. Moment, ich muss hier größere Umbaumaßnahmen einleiten. So. Kommt der Wackelkontakt vom Kopfhörer wieder zurück? Mei, ist das alles ein Klump. Ah, Wahnsinn. Bah. Okay. So, immerhin noch 134 Leute da. Sehr gut. So, jetzt kommen wir in Schmarrn rein, wie der Bayer sagt. Brand lebt ohne Sorg, er lebt auf seiner Ritterburg. Er war ein schrecklicher Barbur und konnte saufen wie einer nur. Ein Barbur, die Geschichte ist ganz wahr. Ein Barbar, die Geschichte ist ganz wahr. Also jetzt müssten eigentlich schon mindestens 20 Leute geflüchtet sein, aber gut. Er liebte einst ein Mägdulein und ging mit ihr Verlöbnis ein. Der Ritter war ein finsterer Mann, den niemand richtig leiden kann. Mägdelein, sei nicht dumm, lass ihn laufen, diesen Lump. Mägdulein, sei doch schlau, lass ihn laufen, diese Sau. Der Ritter hat in einer Nacht ihr ganz Vermögen durchgebracht. Trotzdem verließ er sie sofort, obwohl er Treue ihr geschwort. Er ging fort, obwohl er Treue ihr geschwört. Das Mägdelein, es weinte sehr, es war halt nun kein Mägdlein mehr. Sie stieg herab vom hohen Schloss, da floss vorbei ein tiefer Floss. In den Floss, sich das arme Mägdlein schmoss. In den Fluss, sich das arme Mägdlein schmus. Schönen Gruß. Es wird nicht besser. Der Ritter schlief in seiner Kammer, er schlief da grad den süßen Schlammer. Doch als die Glocke schlug 12 Uhr, da trat ein Schreckgespenst hervor. Ein Gespenst riesengroß, es war das Mädchen aus dem Fluss. Batschnaus was. Der Ritter zittert und es grinst ihn an, das schreckliche Gespinst. Schnell zieht er über Kopf und Wanst die Bettdeck vor dem Schreck gespanst. Das Gespinst tritt ans Bett heran und grinst. Das Mägdlein kam nun jede Nacht, hat an dem Ritter sich geracht. Doch es half ihm keine Kunst, steht kam und heulte das Gespunst. Ha du Brand, pfui Teufel und verschwand. Ohne Grund. Sech Geisterspuk, oh welch ein Graus, hält selbst ein Rittersmann nicht aus. Eines Tags in aller Früh fand man ihn tot am Kanapu. So war kaum vollbracht, fürchterlich die Tat gerecht. 104. Es sind eine Menge Leute geblieben. Das wundert mich. Ich mag Fredel Fesel, ich finde den wirklich ganz großartig. Für manche vielleicht schwer zu verstehen, weil es schon arg bayerisch ist, aber ich finde es großartig. Kommen wir jetzt zu einem Song. Danke, Simply Steffen. Einen habe ich noch. Ja, Kruxel, hau ab. zieh's durch. Ich muss sagen, ich hatte immer so ein bisschen so Berührungsängste bei Bob Dylan, weil ich einfach nicht verstehe, manchmal nicht verstehe, was er will. Also Blowing in the Wind, das ist offensichtlich, um was es da geht, und das ist auch klar und das ist auch für mich Minderbemittelten zu durchdringen. Aber es gab so ein paar Songtexte, da habe ich einfach nur gedacht, was will der? Was? Und das Interessante ist, wenn man dann älter wird, und das wird man ja unweigerlich, da gibt es dann so Dinge, so Songs, die sich dann plötzlich auf so, also finde ich zumindest, auf einer ganz anderen Ebene ergeben, weil man bestimmte Erfahrungen macht. Die ergeben dann als Text gelesen immer noch nicht wirklich Sinn, aber das allgemeine Gefühl von dem Song, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, das allgemeine
Gefühl von dem Song vermittelt sich. Obwohl die einzelnen Sätze seltsam sind. Also zum Beispiel Locomotive Breath von Jethro Tull. Man hört das an und da geht es also um die, eine Lokomotive, die nicht zu bremsen ist und jemand, der in einem Raum eine Bibel findet und Old Charlie versucht den Griff. Und, ich kann es gar nicht wiedergeben. Es ist einfach völlig abstrus. Aber insgesamt ergibt sich so ein großes Bild von irgendetwas, was nicht zu stoppen ist. Also ob das jetzt, keine Ahnung, dieses Thema, die wahrscheinlich so gut wie widerlegte Überbevölkerungsproblematik oder so. Also irgendetwas, was du nicht stoppen kannst, was du sagen kannst, egal was ich tue, ich krieg's nicht gestoppt. Obwohl die einzelnen Sätze nicht alle nur darauf hindeuten. Oder Riders on the Storm, ein Song, der nur, wo du sagst, das sind fast ja nur Geräusche, Bildgeräusche. His brain is squirming like a toad. Das macht nicht wirklich Sinn, aber es klingt irgendwie. Und so ähnlich ist es auch, aber nicht ganz so extrem bei dem Song It's All Over Now, Baby Blue von Bob Dylan. Man hört ihn, es erfasst mich zumindest eine gewisse Art von Melancholie, ein Gefühl von Abschied, aber da sind Sätze drin, die für sich genommen, also ich hätte sie so nicht schreiben können, sagen wir es mal so, weil ich wäre einfach nicht drauf gekommen. Seasick Sailors, they're rowing home, Reindeer Armies all going home. Wenn man es aber singt und in dem Song funktioniert das, das ist schon sehr, sehr bizarr. Gute Nacht, Hegel Helga. Danke, dass du da warst. So. Must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, all the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All you seasick sailors, they're roaming home. The lover who just walked right out your door has taken all his blankets from the floor, and the carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind, someone calls for you. Forget the dead you left, they will not follow you. And the vagabond who's rapping at your door is standing in the cloth that you once wore. So strike another match, go start anew. And it's all over now, baby blue. It's all over now, baby blue. And it's all over now, baby blue.
Versteht ihr, was ich meine? Es sind Sätze drin, wo man sich fragt, ja, warum malt der Typ, der Straßenmaler, auf mein Bettzeug? Aber es passt irgendwie. Das letzte, den Rausschmeißer sozusagen, bei dem ist es anders. Da geht es darum, dass Brown-Eyed Handsome Man, bitte meine Augenfarbe beachten, eine besondere Anziehungskraft ausüben sollen, hoffe ich, gelegentlich. Dazu muss ich aber ein bisschen ein Echo haben, was Gott sei Dank in diese Gitarre hier eingebaut ist. Das muss ich nur einstellen, dass es auch zu dem Song passt. Bisschen weniger, kürzer. Nein, das mache ich zu viel. Ja. Bisschen leiser noch. Ja. Ja. Entschuldigung, aber das muss sein. Wenn man einen Rock'n'Roll-Song macht. Den Essensbestell-Song, den werde ich auch irgendwann wieder spielen. Keine Sorge. Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. A judge's wife called the district attorney, said to free that brown-eyed man. You want your job, you better free that brown-eyed man. Fly across the desert in the TWA, I saw a woman run across the sand. She would walk 30 miles en route to Bombay to get a brown-eyed handsome man. The destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years back ahead since the world began. There's a whole lot of women in the chat and the tea for a brown-eyed handsome man. The voice of trouble was a brown-eyed handsome man. Well, the beautiful daughter couldn't make up her mind between the doctor and the lawyer man. And the mother told the daughter to go out and find yourself a brown-eyed handsome man. That's what the trouble is, a brown-eyed handsome man. That's what your daddy is, a brown-eyed handsome man. Well, my Louise was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. But she lost both her arms in the wrestling match to get a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. Well, 2 feet count with nobody on, he hit a high fly in the stand. Round the third, he was heading for home to be the brown-eyed handsome man. That won the game, it was a brown-eyed handsome man. On charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called the district attorney, said to free that brown-eyed man. You want your job, you better free that brown-eyed man. Won't your job, you better free that brown-eyed man. Won't your job, you better free that brown-eyed man. Won't your job, you better free that brown-eyed man. Ein Song von Chuck Berry, der leider kein lieber Mensch war, was mir ein bisschen tatsächlich seine Songs auch verleidet, muss ich sagen. Aber der ist einer von den Leuten, der konnte Lyrics schreiben, vielen Dank, Dankeschön, der konnte Lyrics schreiben, die so wunderbar von der Zunge rollen, das ist wie Schlagzeug spielen. Also, way back in history, 3,000 years back, ever since the world began, there's a whole lot of women gonna shed in the tear for a brown-eyed handsome man. Beautiful daughter couldn't make up her mind between the doctor and the lawyer man. A mother told the daughter, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Das ist sowas von unglaublich. 2, 3 count with nobody on. He hit a high fly into the stand. Das hat was Rap-artiges. Round the third, he was headed for home, was a brown-eyed handsome man. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wirklich großartig. Ja, Chuck Berry hat einiges angestellt. Also, ein Club mit Kameras in den Toiletten an exponierten Stellen, nicht okay. Ekelhaft. Und die Motivation dahinter und was er sonst noch. Also tatsächlich fühle ich mich nicht wohl. Ja, der Taxi, bitte auf Deutsch. Auf Deutsch ist der Rhythmus weg von diesen Dingern, weil die dann
die haben eben nur auf Englisch diesen Rhythmus. Da müsste man einen neuen Text schreiben. Es gibt noch einen anderen Song von ihm, der ist ähnlich. Oder wie ging der gleich? Lass mich kurz überlegen. Also ein kleines Stück daraus, weiß ich. Da ist der Text noch besser, wie ich finde. So I was a motivating over the hill. I saw Maybelline in the Coupe de Ville. Cadillac rolling on the open road. Nothing I run my VH Ford. Cadillac doomed by 9 to 5. She was bomber to bomber, rolling side by side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Oh, you just started back doing that thing you used to do. Cadillac rolled up ahead of the fold, and the folk got hot and wouldn't do no more. The thing got cloudy and started to rain. I tooted my horn for a passing lane. Rainwater blowing all under my hood, and I knew I would do my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Oh, you just started back doing that thing you used to do. Letzte Strophe, weiß nicht mehr. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Den Kruxel haben wir rausgespielt. Auch das war eines der Dinge, die ich heute schaffen wollte. Nicht wirklich. Shotsleck macht. Ja, die Gitarre hat ein Echo. Ich will es jetzt nicht nochmal erzählen, sonst wird das hier, müssen wir Werbung einblenden. Google einfach nach der Lag High Vibe. H-Y-V-I-B-E. Dann gibt es da ganz viele Videos. Vielen Dank, bis morgen. Wir sehen uns morgen und reden mit großartigen Menschen über Aberglauben. Und vielen, 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 vielen. Kruxel ist auch da. Ich hab nicht geschafft. Beim nächsten Mal. Vielen Dank für die vielen Abos und alles das. Das ist wirklich ganz, 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 ganz großartig. Ja, es wird irgendwann mal ein Coveralbum gehen. Definitiv. Danke. Danke, 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 danke. Danke gerne, danke. Wir hosten den Sunny Fox. Ja, das ist sehr, sehr cool. Schaut mal rüber zum Sunny Fox. Bleibt noch ein bisschen dabei. Der ist ein unterhaltsamer Geselle, wie ich finde. Und ab und zu werde ich wahrscheinlich mit ihm auch herumschippern. Nicht auf Waldmikes. Hier wird geredet. Da drüben wird gezockt. Richtet ihm einen schönen Gruß von mir aus. Am besten alle 131. Schönen Gruß von Tommy, schönen Gruß von Tommy und Steffen und Dan. Und schönen Gruß von Tommy und Steffen und Dan. Und schönen Gruß von Tommy und Steffen und Dan. Also nur das. So 131 Mal. Freut er sich bestimmt riesig. Weiß ich ganz genau. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke, Steffen, für die Hilfe heute Abend. Und bis bald. De brigada. Da, da.